Es ist eine bunt gemischte Berggemeinschaft, die sich hier am Ende des Glemmtales für eine Wanderung bereit macht. Der Weg der Wölfe soll hier bei der gleichnamigen Expedition durch die Alpen beschritten werden. Expeditionsleiter Peter Sürt marschiert 5 Wochen lang durch die Alpen und will dabei die Bevölkerung auf die Wiederansiedelung von Wölfen, Luchsen und Bären aufmerksam machen. Die heutige Etappe führt ins benachbarte Tal nach Mittersil. Beim nochmaligen Studium der Route erklärt Peter Sürt auch gleich die idealen Bedingungen, die die Wildtiere in Salzburg vorfinden. Das nutzen die alles. Das ganze Gebiet hier zum Beispiel, das könnte komplett von Wölfen genutzt werden, von Luchsen genutzt werden, von Braunbären genutzt. Das werden wir sehen, wenn man sich hier mal so umschaut, wie man das halt sieht. Hier diese ganzen Wälder, das Ganze, das könnte super gut auch von den Wölfen mitgenutzt werden. Man sieht ja auch unten im Dorf und überall steht irgendwas mit der Bärenbach, genau. Also die waren ursprünglich hier und sie kommen, gerade die Bären kommen auch mit diesen Hochregionen zurecht. Gar kein Problem. Die Bedingungen in Salzburg sind gut für Wolf und Bär, weiß Peter Sürt, der die Wölfe schon in Rumänien erforscht hat. In Salzburg könnten sie sogar noch einen besseren Lebensraum vorfinden als in dem Karpatenland, wo 3000 Wölfe leben. Dass die Wildtiere nun in die Alpen zurückkommen, ist für den Tierforscher keine große Sensation. Also die Wildtiere haben schon immer versucht zurückzukommen, nur sie sind halt eben früher nicht toleriert worden. Und das hat sich in unserer Gesellschaft geändert. Wolf und Bär und Luchs sind alle drei mittlerweile streng geschützt in Europa. Die Lebensräume in den angrenzenden Gebieten wie Slowenien, Kroatien, in Italien, in den Karpaten sind durchlässiger geworden für die Wildtiere nach Zentraleuropa oder in die Alpenregion. Und deswegen hat sich das jetzt so entwickelt, dass halt immer öfter Wölfe auftauchen. Luchse scheinen ja überall schon vorhanden zu sein. Um 9 Uhr morgens geht es schließlich los. Mit bei der Expedition ist auch die Pongauer Wolfsexpertin Gudrun Pflüger. Sie hat in Kanada die Wildtiere erforscht, gemeinsam mit ihrem einjährigen Sohn Konrad und dem Wolfshund-Mischling Nahani geht sie bei der Alpenexpedition mit. Bei den vielen Vorträgen, die sie bis jetzt dabei gehalten haben, stieß sie oft auf Skepsis. Eigentlich fast in jedem Ort, so die Grundessenz ist klassisch, einheitlich, wir haben den Lebensraum nicht mehr. Das ist einmal, wird einmal gleich gesagt, geglaubt, manchmal auch vorgeschoben, der Lebensraum ist perfekt. Man muss dazu wissen, Wölfe sind extrem anpassungsfähige Tiere. Das Image vom Wolf, der für Wildnis steht, das ist abgelaufen, zumindest in Europa. Der braucht nicht Wildnis, der braucht einfach seine Ruhe zwischendurch. Also er braucht Ruheplätze, wo er weiß, da hat er seine Sicherheit. Er braucht guten Unterschlupf. Er braucht eine Wildtierdichte, die bei uns total vorhanden ist. Und sehr viel mehr braucht er nicht. Und er braucht halt die Toleranz des Menschen. Und das ist gerade in unserem Fall, in unserer Gegend, bei weitem das Wichtigste. Der Wolf wird uns nicht fragen, er wird einfach kommen, sagt Gudrun Pflüger. Nun sei es an den Menschen, sich auf die Ankunft des streng geschützten Tieres vorzubereiten.